Ist das die Karte oder ist das sie nicht? Hallo Süße. Ja, Mensch, Ringo, schade, Ringo war da. Heute? Hat mir Achim gesagt, gerade, dass ein Ringo da war. Ich glaube, ja, ich habe nämlich gerade die Nachricht gelesen. Dennis hat angerufen, ich meine Achim. Ach so, Achim. Ja, das ist okay. Wir wissen ja alle, dass du nicht so wie Druck bist. Wollte bestimmt nicht stören. Das ist ja schade, Mensch. Naja. Treffen wir uns in Friedenszeiten wieder. Schön, dass du da warst, auch wenn ich dich nicht gesehen habe. Schöne Grüße an euch. Und offensichtlich konnte Achim nicht weiterhelfen. Also irgendwas gesucht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hallo. Hallo. Bitte? Ich habe eine Frage, und zwar hättest du vielleicht einen Kabelbinder für mich? Super, ich werfe hier mal einen Euro rein. Ja, danke. Danke dir. Ups. Bitte. Ciao. Ciao. Tommy bei der Arbeit. Der ist nochmal da oben auf die Lampe rauf. Von seiner alten Bremsbelaghülsen drin. Was tust du denn in den Himmel? Ich muss gar nicht rausschneiden. So. Ja. Weil mit den Bremsen mache ich keine Probefahrt. Na gut, dann ist ja wohl wieder bei uns hier der Hinterreifen. Müssen wir dann als leicht gebraucht deklarieren. Der fährt mit einem 53er Kettenblatt. Ja. Das größte Problem ist, den Bremsbelag zu montieren. Ich muss mir den Kettenblatt so stellen, dass ich mit dem Schlüssel durchkomme. Gut. Ist ein Ding, 37er viel zu breit, 32er ist eigentlich zu dünn, aber hier passt nichts anderes. Okay, das ist meines Erachtens viel zu dünn. Muss ein 37er, ist ja vorne auch drauf. Liegt halt an dem Laufrad hier. Fertig. Wenn ich jetzt gefällt oder nicht, ob ich den Bremsbelag demontieren habe, muss ich den Kettenblatt demontieren. Mit einem 52er wäre kein Problem, könnte ich den locker montieren. Das ist ein großer Kerl. Ah, weißt du, ich habe auch ein 53er Kettenblatt. Genau. Aber ich hab's nicht verbaut. Ich pack das andere Rad wieder hin, ja? Ja, bitte. Was nimmt er denn so mit? Und dann ist Mittag. Tada! Wenn der Bremszug sich so anfühlt. Schwer zu ziehen, rostig, etc. Dann ist er zu tauschen. Das mache ich jetzt schnell mit euch. Ihr schaut zu. Ich mache, ist doch immer wieder die beste Situation, die man haben kann. Einer arbeitet, alle anderen gucken zu. So, da, ausgehangen haben wir. Achter Schluse. Oh. Ja.
passiert gerade nichts Aufregendes, deswegen mache ich jetzt ab und zu so eine Videos, so speziell Videos. Tada! Gelöst! Das Ende schneiden wir ab. Naja, und wenn es dann so staubt, wenn man es rauszieht, so nach Rost, Roststaub, dann ist es zu spät. Boah, guck dir mal an hier. Das habe ich auch noch nie gesehen. So. Ja, stark rostig. Wow. Tada! Nice. Oh. Wahnsinn, so ein Wetterereignis halt. Funktioniert das mit dem Reifen? Ja, scheiße. Den Reifen habe ich das nicht geachtet. Nein, funktioniert nicht mit dem Reifen. Super. Ganz tolle Brust. Achso, ja, Mensch, jetzt habe ich alles schon gemacht, ohne zu kommentieren. Oh, gut. Ja, vielversprechend an, aber du musst auch B sagen. Wir sind da wieder drauf verdrückt. So, was haben wir denn hier überhaupt? Ein Pinarello ist das ja. Eigentlich ganz schön, Bahnrad. Ja. Ohne Bremse normalerweise. Hier, der Herr hat sich eine Bremse rangebaut, das ist unser Problem. Dadurch ist das alles ziemlich eng. Dann will ich in die Stadt fahren. Hat er ja schon jahrelang, wie man sieht. Das ist durchgerockt, das Ding. Und sie haben ihm hinten das Laufrad geklaut. Vor 2 Jahren haben sie ihm vorne, also vorne und hinten beide Laufräder geklaut. Ein Stammgast hier mit seinen Laufrädern. Und jetzt muss man ein bisschen frickeln, dass man da alles hinkriegt, dass alles passt. Dass die Bremse passt, die Kettenlänge passt. Ja, die Kettenlänge ist gerade das Problem. Und es gibt Mittag. Nachher bin ich schon fertig. Ich hatte natürlich genau, wo ich Mittag runtergebracht habe, gleich ein Beratungsgespräch. Ist immer so. Eigentlich muss man sie hinsetzen zum Essen. Ah, deswegen wollte ich mal erklären, was du machst hier. Hauptsache, das klappt am Ende. Ey, zu schnell essen. Blubber. Und wieder Regenwetter oder was? 1. April. Na, was bequem meine Arbeit, ja? Dann machen wir halt mal so ein Video wieder. Patientin ist gekommen mit einer, also sie hat es aufgegeben.
Ich habe ein Radgeschenk bekommen mit einer Alfin. Narbe drin. Komplett zerschossen. Nach einem halben Jahr, das Rad war neu, nach einem halben Jahr gab es die ersten Probleme damit. Ist jetzt zu dem Händler hin, hat gesagt, na hör mal, was ist denn damit los? Kannst du mir da helfen? Musste mir. Also. Hat er probiert, konnte er nicht. Narbe war tot. Warum auch immer. Nach einem halben Jahr. Also er hat es probiert. Das Ding ist beim Händler geblieben. Und ein halbes Jahr später hat er sich bei ihr gemeldet, kann man nicht reparieren. Muss ausgetauscht werden, kostet irgendwie, was weiß ich, 280 Euro oder so. Irgendwie so war das. Extrem teuer, ist er ja auch. Daraufhin gab es da ein bisschen Streiterei. Du sag mal, geht ja nicht und weiß ich nicht was. Also das ist halt nur so, wie es mir erzählt wurde, natürlich. Die kann ja nicht sein, ist ja neu gewesen, muss da so was wie Garantie drauf geben. Und dann stand das Rad halt, hat sie das abgeholt und es stand unrepariert rum. Fakt ist, irgendwann hat sie dann hier bei mir ein Rad gekauft. Und ich meinte zu ihr, vorher haben wir lange gesprochen, wie sieht es denn aus, was ist denn mit deinem alten los? Hat sie mir die ganze Leidensgeschichte erzählt, das ging dann noch weiter mit hin und her mit dem Händler und bla bla. Und dann meinte ich, ach zeig doch mal her, vielleicht kann ich da was machen. Da habe ich die Narbe schon mal aufgemacht und dann hat sie nochmal tatsächlich, habe ich es geschafft, dass von den, was sind jetzt hier drin, 7, 8 Gänge, irgendwie alle bis auf einer funktioniert haben. Kurzum, jetzt wird es wieder auseinandergebaut. Jetzt ist es wieder bei mir und wird nochmal angeschaut. Ja, Fakt ist, nachdem sie dann noch mal eine Saison gefahren ist, ging gar nichts mehr bei der Narbe. Und jetzt ist die Narbe hier. Mit anderen Worten, sie hat aufgegeben, sie hat mir das Rad geschenkt, inklusive der defekten Narbe. Und jetzt soll ich draus machen, was auch immer. Ja, dann mach ich das. Tommy? Ja, bitte? Abholen morgen, oder? Keine Ahnung, wo war geht's denn? Hallo? Hallo. Was da ja? Ja, heute noch. Wieso, was ist denn nun mit der Kette? Innen draußen ist es zu kurz, innen die drin ist zu lang. Ich müsste ein halbes Glied austauschen, dann würde es passen. Naja, dann lass es bleiben und dann ist gut. So. YouTube. YT ist doch YouTube. Nee, YT ist Young Talent. Das ist ein Fahrradhersteller aus Deutschland. Kenn ich nicht, muss neu sein. Ja, sind relativ neu. Also relativ. Schön! Ich sehe nichts kaputtet. Unglaublich. Ach, hier ist was kaputt. Da ist aber kaputt. Ich hab was entdeckt! Wie, was gefunden, was kaputt ist? Ja. Aber wie gesagt, da kommen wir nicht ran. Da, die blockiert die eine. Das ist ein Wasserschaden. Die geht auf, die Klinke, und die geht nicht mehr zu. Die muss man nachdrücken.
Also das Problem, was ich die ganze Zeit ignoriert habe, weil ich gar nicht weiß, wie sieht das, wie muss das überhaupt aussehen, sind... diese Kerben, die und die und auch die und die. Ich kenne mich ja nicht richtig aus, ja? Ich bin ja auch ein bisschen dumm und so auch manchmal, aber das wäre ich rausgefunden. Die Kerben, so weit so gut. Sind ja dafür da, dass es so ein bisschen wandern kann hier, ne? Alles so schön ein bisschen rauswandern kann, die Klinke, und dann wieder zurückwandern kann. Hier in dem Fall scheint die Kerbe wohl ein bisschen zu weit ausgearbeitet zu sein, sodass die Klinke automatisch festhakt. Zack. Das sorgt natürlich dafür, dass die Gänge nicht mehr vernünftig funktionieren. Also mit anderen Worten, dieses Teil hier, ja, jetzt wieder gehakt, dieses Teil hier ist komplett einmal Schrott. Eigentlich nur dieses Teil, diese Kulisse hier, aber wahrscheinlich auch die Klinken. Das kann man wohl nicht auseinander, das kann man wohl nicht reparieren. Keine Ahnung. Irgendjemand muss es ja auch mal zusammengebolzt haben, aber irgendwie scheint das nicht so dafür gemacht zu sein, repariert zu werden. Also muss man sich diese Einheit hier tatsächlich nachkaufen. Das Problem liegt also in der Narbe, direkt auf der Achse, auf dieser Klinken Trägereinheit hier. Und das war's. Wenn man das getauscht hat, wird die Narbe wieder einwandfrei funktionieren. Müssen wir mal schauen, was sowas kostet und ob sich das lohnt für uns. Mal schauen. Werde ich berichten. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir haben schon genug herum experimentiert, auf alle Fälle. Ich werde jetzt nach dem Teil suchen oben, den Rest erstmal beiseite packen und dann machen wir weiter, wenn wir, wie gesagt, den Teil gefunden haben. Dieses Teil plus dieses Lager auf alle Fälle. Das ist ja ein Graus, kann ja keiner mit anhören. So machen wir das. Also macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagte Tommy. Kleiner Nachtrag noch, genau da. Da hat der Achim viel zu viel Arbeit wieder gemacht damit, das alles komplett zu zerlegen, das Rad. Muss man ja mal dazu sagen, ist ja eins dieser Räder, was wir geschenkt bekommen haben, sozusagen. Ja. Und heute Morgen war so viel Langeweile, hat er sich gesagt, oh, nehme ich mir einfach mal Mifa, nehme das komplett auseinander und baue das dann wieder zusammen. Das ist natürlich immer toll, das habe ich ja auch gemacht eine Zeit lang, bloß die Zeit kriegt man nicht bezahlt. Nee, das ist Fakt, das, ist, nicht bezahlt, das zahlt kein Mensch. Weil leider ist es nach wie vor nur ein Mifa. Aber eigentlich ist es schön und das fährt danach gut und das wissen wir alle und das ist toll und so. Aber eben alleine die Arbeit ist eben, das kriegt man leider nicht bezahlt. Ja, aber es ist toll. Man kann es ja mit ruhigem Gewissen verkaufen, muss man nur dem Verkäufer erklären. Pass auf, da habe ich die Arbeit gemacht. Dann mal sehen, ob er es einem dankt. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Das ist toll. Aber es läuft schon mal gut. Wunderbar. Für das, was es denn ist am Ende, es ist wahrscheinlich schon reserviert. Da kommt schon einer, denn morgen schaut sich das an. Wenn es fertig ist. Und hoffentlich kauft das. So viel Arbeit. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao. Sagt der Domi aus dem Kellergeschäft. Ringo, nochmal Entschuldigung, ich war nie da. Ich war oben, ich habe gerade die Schnitten, Video geschnitten und du warst hier und das dich nicht und ärgert mich ein bisschen. Sag nochmal kurz Bescheid, was du brauchst, was du haben wolltest und dann schaue ich nochmal nach. Vielleicht hängt es ja irgendwo da oben. Ja, wir haben ja hier oben allerdings Schraubkranz mit Schlauchreifen. Schlauchreifen, das nützt immer den wenigsten was. Müsste man umspeichen. So was habe ich da zum Beispiel. Ich habe ein paar Laufräder da. Laufradsatz habe ich hier auch. Hier oben sind ein paar Laufradsätze für Schingelspät,
nicht, sondern für Rennräder. Hier ist noch einer mit 1, 2, 3, 4, 5-fach Narbe zum Beispiel. Ja, das ist ein Laufradsatz. Der hängt da auch noch rum. Den könnte man auch noch verarbeiten. Sieht aus wie eine Campernarbe. So, ja. Mal schauen. Also, oder sag noch mal Bescheid. Und wir schauen, ob ich dir helfen kann. So, dann sag ich mal alles Gute. Wie gesagt, bis dann. Ciao.